Und wenn wir jetzt anfangen, dann ist die Spaltung wenigstens für uns beendet. Viel Spaß damit. Ja, Gott sei Dank, diese Spaltung endet sehr bald. Es endet das eine gegen das andere und das andere gegen das Gesamte. Es endet jetzt sehr, sehr bald. Je unnatürlicher wir Menschen uns verhalten, desto kurzfristiger ist die Dauer. Hast du Lust auf ein kleines Experiment? Mach einfach mit und schau, wie lange es dir gelingt. Wie lange können wir das? Auf dem Kopfstand bleiben oder auf einem Bein hüpfen oder auf dem anderen Bein hüpfen? Wenn jetzt dir jemand sagt, du musst jetzt den ganzen Tag am Kopfstand unterwegs sein oder Handstand vielleicht. Alles, was du machst, machst du ab jetzt mit dem Handstand. Wie lange wird das wohl gut gehen? Wie lange wird es wohl funktionieren? Wenn wir Menschen Abstand voneinander halten, wenn wir nicht mehr in Kontakt sind, wenn wir gegeneinander sind, wenn wir sogar Zorn und Hass aufeinander haben, weil jemand sagt, das sind die Bösen oder das sind die Guten. Ist das natürlich? Gibt es sowas in der Natur? Irgendwo bei freilebenden Tieren oder bei irgendeiner Pflanze gibt es so etwas in der eigenen Spezies zum Beispiel? Das, was wir jetzt erleben, ist ein enormes Spaltungsprinzip. Und dieses Spaltungsprinzip geht vom Menschen selber aus. Es ist nicht natürlich. Das wäre, wie wenn das Herz sagen würde, Lunge und Leber, ich brauche dich ab jetzt nicht mehr. Komm, Abstand halten, weg, ich will keinen Kontakt mehr mit dir haben. Oder zu den Blutgefäßen oder zur Haut. Sowas ist total unnatürlich. Und je unnatürlicher so ein Verhalten ist, desto kurzfristiger ist es. Das ist wie ein Pendel, das auf die eine Seite gezogen wird. Wir reden jetzt nur mehr über Krankheit, über Abstand, über Angst, über schwierig, über kompliziert, über Maßnahmen, über Verschärfungen. Und dieses Pendel wird jetzt enorm auf die eine Seite gezogen. Und du weißt, was passiert. Alles in der Natur gleicht sich aus. Es schwingt dann ganz automatisch in die andere, auf die andere Seite. Und was folgt auf Krankheitsbewusstsein, auf Spaltung, Trennung, auseinander, Abstand halten, Angst? Was folgt oder was ist der Gegenpol? Was ist die andere Seite von diesem Pendel? Ja, genau das Gegenteil. Verbundenheit, Miteinander, Gemeinschaft. Diese Spaltung endet sehr bald. Weißt du das? Ganz einfach. Je unnatürlicher wir Menschen uns verhalten, desto kurzfristiger ist das Ganze. Und ein Kopfstand ist genauso kurzfristig. Oder ein Handstand. Oder auf einem Bein hüpfen. Und die Spaltung ist genauso unnatürlich. Und wir können jetzt die Spaltung beenden, indem wir jetzt uns mit anderen verbinden. In Gemeinschaft sind. Miteinander. Egal, was ein anderer sieht, was er denkt, wie er ist, welche Hautfarbe. Wir können jetzt zusammenarbeiten. Und wenn wir jetzt anfangen, dann ist die Spaltung wenigstens für uns beendet. Und das ist ein Appell. Sei in Kontakt mit dir, mit deinem Gefühl, mit deiner Intuition und sei in Kontakt mit deiner Umwelt. Verbinde dich, dann wirst du immer noch kräftiger und stärker. Also ich für meinen Teil, ich habe jetzt genug, ich habe jetzt die Schnauze voll.